Kommen zur nächsten Vorlesung in Graph and Model Driven Engineering. Ich habe eure Einreichung per E-Mail bekommen, aber jetzt gestern Abend oder heute Morgen nicht noch geantwortet. Also schreibe ich euch gleich noch zurück. Das nächste Blatt würde ich heute Nachmittag oder Abend online stellen. Da wollte ich gucken, wie weit ich in der Vorlesung heute komme und je nachdem Blatt entwerfen. Aber dann haltet ihr auf jeden Fall morgen und übermorgen Vormittag Zeit, da auf vor der Übung reinzuschauen, dass wir dann am Mittwoch halt drüber sprechen können, Fragen klären können in der Übung. Genau, dann lasst uns weitermachen. Wir haben sind letzte Woche damit eingestiegen, uns noch weitere Konzepte für Graph-Transformationssysteme anzuschauen, nämlich Multiregeln und Kontrollfluss. Und wenn wir damit durch sind, dann ist der Plan, dass wir abwechselnd anschauen, was für Anwendungen können wir jetzt mit Graph-Transformationssystemen modellieren und wie können wir die untersuchen und uns dafür dann auch Analysetechniken anschauen. Also dass es abwechselnd wieder etwas formaler wird, um die Analysetechniken kennenzulernen, und etwas praktischer, wo wir uns dann anschauen, was können wir jetzt wirklich damit machen. Genau, und letzte Woche waren wir mit einem ersten, mit einer ersten Idee für Kontrollfluss in Graph-Transformationsregeln stehen geblieben in der Mitte. Und zwar dann dupliziere ich doch den Bildschirm. Genau, hatten wir uns angeschaut, wie kriegen wir direkt in eine Graph-Transformationsregel eine For-Each-Semantik rein, beziehungsweise hatten damit angefangen, uns das anzuschauen, weil das ein Konzept ist, das man dauernd braucht, und da hatten wir, gibt es dann Multi-Objekte bzw. Multi-Regeln als Ansatz, das direkt in die Regel reinzuschreiben, ohne zusätzliche Kontrollstrukturen. Und da hatten wir angefangen, uns als einen einfachen Spezialfall Multi-Objekte anzuschauen, was einfach nur bedeutet, da gibt es einen Knoten in der Regel, den will ich löschen, und der wird so oft gelöscht, wie es halt geht, an dem gewählten Match. Und das wollen wir dann jetzt von Multi-Objekten auf größere Strukturen verallgemeinern. Das führt uns dann zum Konzept von Multi-Regeln und danach dann expliziteren Kontrollfluss. Wie können wir mit Graph-Transformationsregeln programmieren, also Graph-Programme, und dann noch zwei leichtgewichtigere Ansätze zur Steuerung, sogenannte Ebenen oder Priorisierung. Und möglicherweise, wenn wir dazu heute kommen, auch noch Ein- und Ausgabeparameter ein bisschen expliziter anschauen. Genau, da waren wir letztes Mal stehen geblieben, dass wir uns angeschaut hatten, wie das, was Multi-Objekte sind. Eben Objekte, die werden so oft wie möglich gelöscht, und angrenzende Kanten sind dann implizit auch ein Multi-Objekt, werden so oft wie möglich gelöscht. In Groove können wir die mit einem For-All-Zeichen markieren, und dann wird hier eben in der Delete Objects One ein Buffer und eine Zelle gematcht und alle Objekte, die in der Zelle drin sind, gelöscht. Oder in der zweiten Regel ein Buffer und zwei Zellen und aus beiden Zellen alle Objekte gelöscht. Und im Allgemeinen möchte man jetzt natürlich nicht nur ein Objekt löschen können, sondern auch größere Strukturen, und möchte vielleicht auch Elemente, die nicht zu löschen sind, so oft wie möglich löschen können. Und vielleicht möchte man auch für jede Löschung, die man durchgeführt hat, eine bestimmte Erzeugung von Elementen durchführen. Und deswegen reicht dieses Konzept mit Multi-Objekten für manches aus, für anderes aber wieder nicht. Und deswegen verallgemeinern wir das auf sogenannte Multi-Regeln. Und hier
bedeutet das, dass was man gegeben hat, ist eine Kernregel. Das ist eine kleine Regel, die will ich einmal anwenden. Die Aktion, die diese Regel spezifiziert, die möchte ich nur einmal durchführen. Also was in der Kernregel steht, die Löschungen oder Elemente, die erzeugt werden sollen, dafür finde ich einen Ansatz und mache das genau einmal. Aber über diese Kernregel hinaus kann es mehrere Multiregeln geben. Das sind Regeln, die enthalten die Kernregel, die sind größer, aber die spezifizieren zusätzliche Löschungen, zusätzliche Elemente, die einfach nur Kontext sind, die ich also finden muss, um die Regel anzuwenden, aber wo ich die Elemente nicht ändere, und auch das zusätzliche Erzeugen von Elementen. Also eine Multiregel ist einfach nur eine größere Regel, die die Kernregel enthält. Und im Gegensatz zu den Multiobjekten kann ich jetzt die Kernregel nicht nur durch einzelne Kanten und Knoten, die ich löschen will, erweitern, sondern um zusammenhängende Strukturen und um jede Art von Aktion. Und wichtig ist, ich kann eine Kernregel haben und für diese Kernregel kann ich dann eine Menge von Multiregeln haben. Also nicht nur eine Struktur, die ich so oft wie möglich löschen will, sondern auch fünf voneinander unabhängige Strukturen. Also eine Kernregel und für die Kernregel beliebig viele Multiregeln, die erweitern. Und so eine Multiregel wende ich an, ganz ähnlich wie das bei den Regeln mit Multiobjekten auch war, dass man erstmal einen Ansatz für die Kernregel findet oder Match, den sogenannten Kernansatz. Und jetzt muss ich hergehen und diesen Kernansatz so oft wie möglich um Ansätze für Multiregeln erweitern. Und dabei muss man jetzt aufpassen, da schauen wir uns dann gleich Beispiele an, wenn ich jetzt verschiedene Multiregeln habe, oder also es reicht auch schon eine, aber bei verschiedenen wird es besonders deutlich, ist das wieder ein indeterministischer Prozess. Ich kann jetzt zwei Multiregeln haben, die beide die gleiche Art und Weise von Element löschen wollen. Und dann kann ich nur diesen Ansatz nur auf eine der beiden erweitern. Und jede Wahl ist valide. Jedes führt zu einer validen Anwendung der Multiregel. Aber es sind natürlich wieder zwei verschiedene Arten von Dingen, die da passieren. Also das ist indeterministisch. Wir schauen uns das gleich an konkreten Beispielen an. Ich glaube, dann ist das besser verständlich. Genau, aber suchen dann über den Kernansatz hinaus so oft wie möglich auch Ansätze für die Multiregeln zu finden, alle mit dem gleichen Kernansatz, sodass die gleichzeitig anwendbar sind. Also was ich dann auch noch beachten muss, ist, ich kann nicht, wenn die eine Multiregel oder wenn die Kernregel erst ein Element erzeugt, dann darf ich das nicht schon bei der Suche für den Ansatz für andere Multiregeln verwenden, sondern ich möchte die Regeln auf dem Graphen, den ich am Anfang gegeben habe, dafür zusammen Ansätze suchen und dann gleichzeitig anwenden. Also ich habe hier keine sequentielle Semantik, sondern eine parallele Semantik für die Multiregeln. Und genau dann, wenn ich so viele Ansätze wie irgendwie möglich sind, dass ich die Regeln hinterher gleichzeitig anwenden kann, gefunden habe, dann wende ich die Regeln gleichzeitig an diesen gewählten Ansätzen, einmal die Kernregel und die verschiedenen Multiregeln jeweils so oft wie möglich. Und das ergibt die sogenannte amalgamierte Regel. Hier eine schematische Skizze, wo ich eine Kernregel hier oben habe. Also die findet einfach einen Knoten vom Typ weiß und erzeugt daran eine Kante. Das ist die Kernregel. Und die Kernregel ist jetzt mit einer Multiregel ausgestattet, also eine größere Regel. Und zum einen möchte diese Multiregel jetzt eine Kante und einen Knoten vom Typ Blau löschen und eine Kante
eine ausgehende Kante zu einem Knoten vom Typ Rot stattdessen erzeugen. Also hier im Unterschied zu Multi-Objekten kann so eine Multi-Regel auch zusätzlich Dinge erzeugen. Und wenn man diese Regel jetzt auf diesen Graphen G hier anwenden will, ist der einzige Kernansatz für die Regel, den weißen Knoten 1 auf den weißen Knoten 1 hier unten abzubilden. Und dann suche ich so oft wie möglich die Multiregel zu erweitern. Und das kann ich natürlich auf die drei blauen Knoten hier. Und wie man sich das dann gut vorstellen kann, was dann passiert, ist, hier ist ein Fehler in der Abbildung. Der Knoten hier oben, der muss auch weiß sein. Das ist die Kernregel und ich habe drei Ansätze gefunden für die Multiregel, die erweitert. Also gehe ich her und klebe drei Varianten von der Multiregel entlang der Kernregel zusammen. Und das führt mich hier unten auf die Regel, die hier abgebildet ist. Und diese Regel wende ich dann an. Dann stehe ich voll im Weg. So, also, genau, ich habe in dem Graphen G drei Ansätze für die Multiregel gefunden, die den gewählten Kernansatz erweitern. Also muss ich entlang der Kernregel die Multiregel dreimal zusammenkleben und komme dann eben bei der Regel raus, die drei blaue Knoten löscht mit ihren eingehenden Kanten und stattdessen drei rote Knoten erzeugt. Und weil ich dreimal diese Multiregel anwende, erzeuge ich auch dreimal neun roten Knoten. Und im Allgemeinen muss das hier nicht alles die gleiche Regel sein. Wir könnten uns auch vorstellen, diese Kernregel wäre mit zwei verschiedenen Multiregeln ausgestattet und die zweite Multiregel hätte die gleiche Struktur, aber würde stattdessen einfach einen grünen Knoten schaffen. Und dann müssen wir immer noch für die Regeln so oft wie möglich matchen, dass sie alle anwendbar bleiben. Aber jetzt ist indeterministisch, was ich mache. Jede Kombination ich matche einen der drei blauen Knoten mit einer der Multiregeln wäre valide. Also ich würde Regeln bekommen, gezeigte Regel bekommen, die drei rote Knoten schafft. Ich würde die Regel bekommen, die drei grüne Knoten schafft. Ich würde dann halt alle Kombinationen 1, 2 bekommen und würde sogar die verschiedenen Varianten bekommen, ob ich auf diesen Knoten 2, 1 jetzt die Regel abgebildet habe, den roten oder den grünen Knoten erzeugt. Ich könnte aber nicht die zwei Regeln auf den gleichen Knoten abbilden, weil ich den Knoten halt nur einmal löschen kann, nicht zweimal. Also wieder eine indeterministische Transformation, nur weil ich sage, ich wende jetzt diese Multiregel an diesem Graphen an, am folgenden Kernansatz, gibt es immer noch verschiedene valide Möglichkeiten, das zu füllen. Und ich wähle dann in praktischen Anwendungen eben zufällig eine davon aus. Genau, schauen wir uns Beispiele an. Die erste Delete Objects One ist die, die wir. Ja, bitte. Gibt es nicht. Ja, also. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht ist indeterministisch sogar Denglisch von Indeterminism, bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber genau, das Gleiche. Ja, Delete Objects One hatten wir letzte Woche schon. Das ist die Regel, die matcht ein
Buffer und eine beliebige Zelle und löscht dann alle Objekte aus dieser Zelle. Und die zweite Regel benutzt jetzt das neue Konzept. Da ist jetzt nämlich auch die Zelle ein Multi-Objekt. Und das bedeutet, ich wähle einen Buffer. Die Kernregel in Groove sind dann eben alle Elemente, die nicht auf irgendeinen For-All-Knoten zeigen. Das heißt, der Kernansatz, der sucht einfach einen Buffer. Und dieser Teil ist, oder die gesamte Regel ist dann eine Multiregel für die Kernregel. Und das bedeutet, ich suche so oft wie möglich eine Zelle und ein Objekt. Und im Endeffekt löscht die Regel dann alle Objekte aus allen Zellen. Weil die, auch wenn eine Zelle 5 Objekte hätte, kann ich 5-mal mit dieser Erweiterung auf die Zelle abbilden, weil ich die ja nicht lösche. Also das ist was, das kann ich gleichzeitig durchführen. Ich kann nur nicht gleichzeitig mit verschiedenen Elementen das gleiche Element löschen. Das kann ich nur einmal machen, nicht mehrfach. Aber ich kann mehrfach die gleiche Zelle einfach wiederverwenden. Genau. Das ist ein Beispiel für, dafür, wie man mehrere Multiregeln in Groove darstellen würde und warum das Ganze dann nicht länger deterministisch ist. Also wenn man sich das hier anschaut, welche Elemente sind nicht einem For-All-Knoten zugeordnet, das ist erstmal nur der Buffer. Das ist also die Kernregel, ein Buffer und ein Kernansatz sucht also wieder einfach einen Buffer. Und dann sind hier zwei Strukturen, die durch verschiedene For-All-Knoten gekennzeichnet sind. Und so macht man das in Groove, eine Kernregel durch verschiedene Multiregeln zu erweitern. Also einmal der Buffer mit der First-Kante zu der unteren Zelle ist eine Multiregel, dieser Teil. Und der Buffer mit der rechten Struktur ist eine zweite Multiregel. Und die Semantik ist jetzt also, ich suche einen Buffer. Und dann suche ich so oft wie möglich eine Zelle, wo die First-Kante drauf zeigt, lösche die First-Kante und ersetze sie durch eine Last-Kante. Das ist die Semantik der ersten Multiregel. Semantik der zweiten Multiregel ist, ich suche so oft wie möglich eine Zelle, wo die First-Kante drauf zeigt. Und schiebe dann das Objekt, schiebe dann alle Objekte, die darin gespeichert sind, in die nächste Zelle. Also lösche diese Well-Kante von der Zelle und füge eine Well-Kante in der nächsten Zelle zu dem Objekt rein. Also ist jetzt semantisch nicht besonders interessant, aber verdeutlicht diese Konzepte in einer relativ minimalen Weise. Ich habe jetzt also eine Multiregel, die tauscht für alle Zellen, auf die eine First-Kante zeigt, die First-Kante gegen eine Last-Kante aus und eine, die schiebt für alle von allen Zellen, wo eine First-Kante drauf zeigt, alle Objekte in die nächste Zelle weiter. Und jetzt mal angenommen, es gäbe mehrere First-Kanten, muss ich mich bei jeder First-Kante entscheiden, welche Multiregel bilde ich darauf ab. Weil die eine Multiregel sagt, na, die Kante wird gelöscht und die andere Multiregel sagt, die Kante bleibt erhalten. Und für jede Zelle, wo keine Next-Kante ausgeht, ist klar, dass ich hier diese Multiregel wählen muss, weil ich die überhaupt nicht matchen kann. Und für jede andere First-Kante wäre nicht deterministisch, was jetzt passiert. Eine von beiden Wahlen muss ich treffen. Welche ich treffe, ist egal. Alles führt zu einer Regelanwendung, die der Definition entspricht. Aber ich kann eben nicht gleichzeitig die First-Kante löschen und beibehalten.
Ja, was passiert bei den folgenden Multiregeln? Erstmal bei der Delete Objects for. Oder also vielleicht auch direkt mit dem Delete Objects 5 zusammen. Was macht die eine, was macht die andere? Wo ist da der Unterschied? Ja. Also wie ich das sehe, bei Delete Objects for werden aus allen Zellen alle Objekte gelöscht und eins hinzugefügt. Und bei Delete Objects 5 wird für jedes Objekt, was aus jeder Zelle gelöscht wird, auch wird für jedes quasi ein neues Objekt Genau. hinzugefügt. Ich wiederhole es einfach mal für die Aufnahme, dass bei Delete Objects for aus allen Zellen alle Objekte gelöscht werden. Und das Objekt, das erzeugt wird, ist Teil der Kernregel, wird also nur einmal geschaffen, weil die Kernregel nur einmal angewendet wird. Und in Delete Objects 5 ist Object Teil der Multiregel, wird also pro Anwendung einer Multiregel einmal durchgeführt. Und das führt dann dazu, dass alle Objekte aus allen Zellen gelöscht werden, aber pro gelöschtem Objekt einfach ein neues Objekt erzeugt wird. Und bei der zweiten Variante von Get. Oh ja, klar. Was wäre die Kernregel? Oder hat es bis jetzt Max? Ich hätte jetzt mal in den Ring geworfen, dass die Get2-Regel alle Objekte aus den Zellen, wo ein Objekt drin ist, bis die erste Zelle gefunden ist, in dem kein Objekt mehr vorhanden wäre. Also das Matchen erfolgt parallel, nicht, man muss nicht die Next-Kante entlang laufen. Also wenn wir jetzt mal, ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, ich wusste, dass mit den Multiregeln, das passt nicht so ganz zur Semantik vom Beispiel, weil man eigentlich immer nur ein Objekt in einer Zelle hat und die Zellen einen Ring bilden. Aber wusste nicht, ob es jetzt auch so klasse ist, einfach parallel ein neues Beispiel einzuführen. Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir könnten aus Buffern und Zellen jetzt nicht einfach nur einen Kreis mit einer First, einer Last-Kante und so weiter bauen, sondern relativ beliebige Strukturen. Dann können da zwischen Zellen quasi beliebig Next-Kanten sein, das muss kein Ring sein. Und das Matchen läuft dann nicht sequenziell, also ich muss nicht die Next-Kanten im Kreis entlang laufen, sondern kann nach allen Next-Kanten suchen, die es im Graphen nur gibt. Also die Kernregel wäre wieder der Buffer. Interessant ist hier, wie viele Objekte kann ich, also genau, also Kernregel ist der Buffer, Multiregel ist der Rest, weil auf alle anderen Knoten, die zeigen auf den For-All-Knoten, also die sind eine Multiregel und die Kanten verlaufen dann alle zu solchen Multiknoten, sind also alle, auch alle implizit Teil der Multiregel. Das heißt, ich suche so oft wie möglich diese Struktur
Und pro Anwendung schaffe ich dann eine First-Kante, weil eben First auch implizit Teil der Multiregel ist, dadurch, dass hier die Zelle Teil der Multiregel ist. Aber wie viele Objekte lösche ich jetzt aus einer Zelle? Ja, genau. Also die Antwort war 1, weil es nur eine First-Kante gibt. Man könnte jetzt, wenn wir uns vorstellen, dass diese Strukturen wirklich absolut beliebig sind, könnte es theoretisch auch mehrere First-Kanten von einem Buffer zur gleichen Zelle geben. Also Groove unterstützt das nicht, aber so wie wir es definiert haben, wäre das möglich. Und dann müsste man sagen, es werden so viele Objekte gelöscht, wie es First-Kanten von dem Buffer zu der Zelle gibt. Also im Normalfall eine. Eben, weil ich immer diese komplette Struktur so oft wie möglich zusammensuche. Und nur so oft, wie ich eine First-Kante finde, kann ich auch ein Objekt belegen, weil ich die First-Kante eben nur einmal löschen kann. Ja, ja bitte. Die First-Kante weglassen. Oder wenn man das nicht bei allen Zellen, sondern bei einer spezifischen Zelle machen will, kann ich die First-Kante auch drin lassen. Aus einer Zelle, auf die ein First-Zeiger zeigt, will ich dann alle Objekte löschen und dann die Zelle aus der Multiregel rausnehmen. Dann liefert mir der Kernansatz einen Buffer, der mit einer First-Kante auf eine Zelle zeigt. Und dann lösche ich die First-Kante einmal und die Objekte bleiben Teil der Multiregel und dann werden so viele Objekte wie möglich gelöscht. Dann habe ich die First-Kante aus der Multiregel rausgenommen und muss sie nur, also und die Zelle fixiert. Ich glaube, dafür bräuchte man dann ein Programm und könnte das in dieser Semantik nicht mehr durchsetzen. Was man hier noch machen kann, was ich aber nicht mehr machen wollte, weil ich da das sehr, sehr übersichtlich finde, ist solche Quantoren. Wir haben jetzt ja Teile der Regel, die so oft wie möglich gematcht werden und im Prinzip sind, wenn ich verschiedene Teile habe, die mit einem Und verbunden und man jetzt gibt es, ist die Theorie noch dazu erweitert, dass man solche Quantoren ineinander schachteln kann, also nach einem so einem Allquantor kann ein Existenzquantor folgen und dann wieder ein Allquantor. Und wenn man das zulässt, dann kann man sowas machen, wie zu sagen, finde erst alle First-Kanten und für jede First-Kante, die du gefunden hast, geh dann her und finde alle folgenden Strukturen. Aber das wird dann extrem unübersichtlich, sich die Regeln anzuschauen und überhaupt noch zu wissen, was da passiert, finde ich. Und deswegen bin ich der Meinung, spätestens da sollte man lieber Programme nehmen, als zu versuchen, das alles in einer Regel zu spezifizieren und habe das deswegen jetzt nicht irgendwie vorbereitet. Also es gibt was, wie man das machen könnte, aber das, wie wir das dann machen werden, sind Programme. Wenn ich jetzt gerade nicht völlig auf dem Schlauch stehe, könnte man das mit der Multiregelsemantik, wie wir sie jetzt eingeführt haben, nicht in einem Schritt erreichen. Ja, gibt es weitere Fragen zu den Multiregeln?
Denn ansonsten würden wir jetzt zu den Graph-Programmen kommen. Genau, also bisher haben wir uns Regeln oder Mengen von Regeln angeschaut und eine Regel ist eingeschränkt vergleichbar mit einer Methode. Die Regel schreibt vor, was grundsätzlich passiert. Die beschreibt explizit alle Aktionen, die passieren sollen, an Löschungen, an Elementen, die neu erzeugt werden sollen und so weiter. Aber im Allgemeinen ist noch nicht klar, ist das nicht eindeutig, was passiert, weil ich die Regel natürlich auf verschiedene Graphen anwenden kann. Und selbst wenn ich einen Graphen habe, kann ich die Regel an verschiedenen Stellen anwenden. Und für die meisten Anwendungen wollen wir auch nicht nur eine Regel anwenden, sondern mehrere Regeln hintereinander. Und um da elegant irgendwie komplizierte Sachen zu erreichen, brauchen wir natürlich Kontrollfluss. Und Graphprogramme sind eine Möglichkeit für so einen Kontrollfluss. Und die bestehen aus erstmal atomaren Operationen. Das sind weiterhin einfach die Regeln von Graph-Transformationsregeln. Das ist so der Kern, woraus die Programme bestehen. Und zusätzlichen Kontrollfluss gibt es durch die sequentielle Anwendung von Programmen, dass ich eben sage, wenn ich zwei Programme habe, ist es auch ein Programm, das erste durchzuführen, das zweite danach. Und Iteration von Programmen, also ein Programm so lange durchzuführen, wie es halt möglich ist. Und trotzdem bleiben Programme nicht deterministisch. Also das kann immer noch sein, dass wenn ich das gleiche Programm auf den gleichen Graphen zweimal anwende, ich zwei verschiedene Ergebnisse bekomme. Also das hat immer noch eine randomisierte Komponente. Und ohne Attribute kann man auf Parameter verzichten. Also das werden wir gleich noch sehen. Dann die formale Definition. Wir haben weiterhin immer unseren Typgraphen im Hintergrund, der uns sagt, was für Arten von Elementen wir benutzen können. Und ein Graphprogramm über einem solchen Typgraphen ist dann formal induktiv definiert, dass jede endliche Menge R von über dem Typgraph getypten Regeln ist ein Programm, ein sogenanntes elementares Programm, also das erste Regelmengen. Das zweite habe ich Programme P1 und P2, dann ist P1 Semikolon P2 ein Programm wieder, das ist die sequentielle Komposition, und ist P ein Programm, dann ist P und ein Pfeil nach unten auch ein Programm, das ist dann die Iteration. Statt so einem Pfeil nach unten kann man manchmal auch ein Ausrufezeichen oder einen Stern an dem P finden. Also gibt es verschiedene Notationen für. Also eine einfache induktive Definition, was Programme sind und wie man aus Programmen weitere Programme baut. Was bedeutet das Ganze? Also die Semantik von einem Graphprogramm ist eine Relation auf über dem Typgraph getypten Graphen. Das sind Input-Output-Paare. Und also formal wenn ein Programm gegeben ist, wenn wir mal alle Graphen, die über TG getypt sind, als so ein G mit TG im Index schreiben, ist formal gesehen die Semantik eine Relation auf dieser Menge und eigentlich müsste man dann sowas schreiben wie GH ist Element dieser Relation, aber das schreiben wir dann intuitiver als G geht über das Programm zu H über. Und die Idee ist natürlich, wenn ich G habe und das Programm laufen lasse, dann kann H als Ergebnis rauskommen. Also das bedeutet das. Wichtig ist, dass das Programm für den Eingabegraphen G den Graphen H berechnen kann.
aber es durchaus auch, da werden wir gleich auch Beispiele sehen, es könnte noch ein H2 geben und G und H2 liegen genauso in der Relation. Also zum einen, genau, das hatte ich hier unten auf der Folie, die Relation, die Semantik von Graphprogrammen ist im Allgemeinen nicht rechtseindeutig. Also es kann zwei unterschiedliche Graphen H1 und H2 geben und H1 und GH2 liegen beide in der Semantik des Programms. Also intuitiv, das Programm kann für die Eingabe G beide Ergebnisse ausrechnen, weil gibt es eine randomisierte Komponente und wenn ich das öfter laufen lasse, kommt halt mal H1 und mal H2 raus oder auch noch beliebig andere Ergebnisse. Und im Allgemeinen ist die Semantik eines Programms auch nicht linkstotal, also nicht für jeden getypten Graphen als Eingabe muss ein Programm ein Ergebnis liefern. Also wenn ich mir G hernehme, kann es sein, dass es überhaupt kein H gibt, sodass G, H in der Semantik des Programms liegen. Ein Programm kann, genau wie wir das auch vom normalen Programmieren kennen, ohne Ergebnis abbrechen oder nicht terminieren. Und das kann hier genauso sein, dass ich einen Graph in ein Programm reinstecke und es terminiert halt nicht oder es bricht mit einem Fehler ab. Genau, und dann kommen wir dazu, wie ist die Semantik denn jetzt konkret definiert? Erstmal abstrakt und dann schauen wir das auch noch an konkreten Beispielen an. Also wenn wir eine induktive Definition für Programme haben, dann wird es auch eine induktive Definition entsprechend für die Semantik geben. Also ein elementares Programm, das waren einfach die Regelmengen. Wenn wir ein elementares Programm R gegeben haben, dann liegt ein Paar GH in der Semantik des Programms genau dann, wenn eine Regel in dieser Regelmenge existiert und ein Ansatz für diese Regel, sodass ich die Regel an diesem Ansatz auf den Graphen G anwenden kann und der Graph H das Ergebnis ist. Das bedeutet insbesondere, wenn ich jetzt eine Regelmenge mit 5 Regeln habe, und einen Graphen G und für jeden Graphen, also für jede der 5 Regeln gibt es 3 verschiedene Ansätze in G, dann kriege ich hier 15 Paare in die Semantik. Nämlich alle Paare, egal welche Regel und egal welchen Ansatz ich wende, ist ein Paar in der Semantik, weil für den Input G der entsprechende Output für Wahl von Regel und Ansatz rauskommen kann. Sind P1 und P2 Programme und ich schreibe die hintereinander, dann liegt so ein Paar von getypten Graphen G und H genau dann in der Semantik des Programms, wenn ein Graph X existiert, sodass G mit dem ersten Programm zum Graphen X, also mit das Programm 1 aus dem Graphen G den Graphen X berechnen kann und das Programm 2 aus dem Graphen X den Graphen H berechnen kann. Formal ist das, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, Kombination von Relationen, dass man das jedem Begriff, dass ich also kommt Position von Relationen sind A, B Teilmengen von, also Relationen über irgendeiner Menge M. Sind 2 Relationen. So ist die Komposition A Kreis B definiert als A Kringel B ist die Menge aller Paare A
C, so dass gilt, es existiert B in M, so dass A, B Element der Relation A ist und B, C in B. Also formal sagen wir für die Semantik von so einem Graphprogramm, wir haben die Relation P1, die P1 definiert, die Relation, die P2 definiert und die führen wir hintereinander aus. Intuitiv bedeutet das, da ist alles drin, wenn ich ein Ergebnis des ersten Programms als Eingabe des zweiten Programms verwende und das, was dann das zweite Programm ausrechnen kann. Und eine Iteration ist dann das dritte, wenn wir also ein Programm P gleich eine Iteration über ein zweites Programm Q haben, dann liegen Graphen G und H genau dann in der Semantik, wenn G H im sogenannten reflexiv-transitiven Abschluss der Relation über, also der Relation liegt, die das Programm Q definiert, und kein Graph X existiert, sodass H und X in der Relation liegen, die Q definiert. Was bedeutet das intuitiver? Ich wende das Programm Q so lang an, wie es geht. Und die Ergebnisse sind die, die ich bekomme, wenn ich das Programm nicht mehr anwenden kann. Also der reflexiv, der transitive Abschluss ist, ich mache das hier so oft wie möglich. Also wenn ich mit G nach H1 laufe, wenn das Programm Q mir erlaubt, aus G H1 zu berechnen und mir dann das Programm Q erlaubt, aus H1 H2 zu berechnen und Programm Q erlaubt, aus H2 H3 zu berechnen und so weiter, dann sind die Paare G1, H1, H1, H2, H2, H3 und so weiter, sind alle im reflexiv-transitiven Abschluss. Also alle Anwendungen beliebiger Länge kommen da rein und reflexiv bedeutet dann, dass auch GG und HH und so weiter in diesem Abschluss drin liegen. Und die zweite Bedingung, das heißt, wenn ich nur den reflexiv-transitiven Abschluss hätte, wenn ich nur diese Bedingung hätte, die Semantik ist, alle H, die ich in beliebiger Länge aus G berechnen kann, würde das bedeuten, ich wende Q halt beliebig oft auf den Graphen G an. Und die zweite Bedingung sagt aber nicht beliebig oft, sondern so lange, wie es halt geht. Ich darf erst aufhören, wenn Q nicht mehr anwendbar ist. Und was hier vielleicht ein bisschen drin versteckt ist, durch dieses Reflexiv und das Sternchen, keine Anwendung ist auch eine Anwendung. Also wenn ich mit einem Graphen G starte und das Programm Q ist gar nicht anwendbar, bin ich fertig und G ist mein Ergebnis. Genau, und dann würde ich gern zu Beispielen dafür gehen. Wir nehmen wieder die Regeln aus unserem Beispiel für den Buffer, also Put, was ein Objekt speichert in der Zelle hinter der letzten, und get, dass das erste Objekt rausholt, und die extend rule, die Next-Kanten zwischen zwei Zellen erlaubt zu schieben, und betrachten jetzt diesen Graphen hier links mit drei Zellen, wo zwei Zellen belegt sind, als unseren Startgraphen. Und genau, wenn wir jetzt, hier unten sind jetzt fünf Programme notiert, fangen wir mal mit dem ersten an. Was ist die Semantik dieses Programms, wenn ich jetzt mal nur, also in der Semantik schauen wir ja alle Ein-Ausgabepaare an.
Und jetzt in dem Beispiel wollen wir natürlich nicht alle Ein-Ausgabe-Paare anschauen, weil es da unendlich viele Graphen gibt, sondern nur fragen, welche Menge beschreibt die Semantik, wenn wir uns mal auf diesen Graphen als die erste Komponente eingeben. Also wenn wir dieser Graph unsere Eingabe ist, was passiert dann, wenn wir das Programm put Pfeil nach unten betrachten? Was war der Pfeil nach unten? Ja. Genau, also Pfeil nach unten ist die Iteration. Ich wiederhole einfach die Aufnahme. Dann gibt es ja nur die untere Zelle, die noch keine Wahlkante hat. Das heißt, wir würden da auch die Putpool anwenden, da ein Objekt einfügen und dann gibt es keine weitere Möglichkeit, die anzuwenden und wir würden abbrechen. Und wir würden die Ladkante noch auf die untere Zelle umsetzen. Genau. Also in dem Fall ist die Semantik von Put-Pfeil nach unten eindeutig. Wir wenden einfach die Put-Regel einmal an. Setzen also die Last-Kante eins weiter und fügen auch noch ein Objekt in der unteren Zelle ein. Und danach ist durch die negative Anwendungsbedingung, dass kein Objekt in der nächsten Zelle liegen darf, die Regel nicht mehr anwendbar. Also hier haben wir ein eindeutiges Ein- und Ausgabepaar. Für den hier gegebenen Eingabegraphen wird der Graph berechnet, wo die Last-Kante eins weiter rückt und die letzte Zelle auch noch ein Objekt hat. Einmal die Regel angewendet. Und put. Ja. Das ist jetzt so ein Fall, wo es quasi nicht anwendbar ist, weil wir den Startgraphen ja put nur einmal anwenden können. Genau. Und das, also die Antwort war, wir können das Programm nicht anwenden, es gibt kein Ergebnis. Das ist richtig. Und da muss man jetzt, also das ist ein wichtiges Beispiel für was da ein bisschen versteckt definiert ist in der Definition. Wenn wir in die Definition von der sequentiellen Anwendung nochmal reinschauen, dadurch, dass wir das durch so eine Komposition von Relationen definiert haben, dann kommen genau solche Paare rein, wo das erste Programm ein Ergebnis berechnet. Das zweite Programm ein Ergebnis berechnet, oder das erste Programm ein Ergebnis berechnet und das zweite Programm für dieses Ergebnis ein weiteres Ergebnis berechnet. Und das bedeutet, was wir hier jetzt formal gesehen machen, ist, wir wenden einmal put an. Also für das erste put hätten wir noch eine Semantik, nämlich genau die wir oben besprochen hatten. Aber für das zweite Programm ist die Semantik plötzlich leer, weil die Put-Regel gar nicht mehr anwendbar ist. Und wir kombinieren dann halt die Semantik vom ersten Programm mit der leeren Semantik und das gibt eine leere Semantik. Also die Definition von der sequentiellen Hintereinanderausführung von Programmen ist atomar. Das kennt ihr vielleicht aus der Datenbanktheorie, dass wenn man irgendwelche Änderungen spezifiziert, die atomar durchgeführt werden sollen, entweder das lässt sich komplett durchführen oder gar nicht. Und genau das haben wir hier durch die Komposition implizit auch definiert, dass solche Programme, so wie wir es definiert haben, atomar durchgeführt werden. Also put hätte jetzt kein Ergebnis. Und nicht, wir wenden das erste put an, und dann ist das unser Ergebnis und die letzten beiden fallen halt hinten runter. Ja, bitte. Vielleicht habe ich es mir schon im Kopf selber beantwortet. Was wäre denn ein Put, wenn die Kolonne put Pfeil nach unten? Das wäre genau wie bei der ersten, weil die Iteration, genau. Also die Frage war, was put Semikolon put Pfeil nach unten wäre. Und das wäre, hätte genau die gleiche Semantik wie einfach Put-Pfeil nach unten, weil Pfeil nach unten auch erlaubt Null-Ausführung. Next Pfeil nach unten. Die
Oh, die, oh, da habe ich, gut, das muss ich noch korrigieren, bevor ich es hochlade. Extend. Ja, Max. Das würde nie terminieren, weil wir das hinzufügen, also das Extend würde immer gehen. Genau, also das ist dann wieder die formal gesehen die leere Semantik, weil es nie ein paar, nie einen Graphen gibt, auf den die NextRule nicht mehr anwendbar wäre. Da erzeuge ich hier nie einen. Und intuitiv ist das Problem dahinter, es terminiert nicht. Und jetzt mit Regelmengen, also das put, get oder soll einfach heißen, das ist eine Menge von zwei Regeln, also so was, was wir als elementares Programm definiert haben. Das, die wenden wir zweimal hintereinander an. Also das wird jetzt ein Beispiel dafür, dass so eine Semantik auch nicht nur eine eindeutige Ausgabe enthält. Also ihr könnt auch gerne einfach anfangen und welche der möglichen Ergebnisse sagen. Ja. Würde erst die Put-Regel anwenden, das heißt, wir machen bei der unteren Zelle einen Beikante und ein Objekt hin. Und ich habe jetzt gesagt, es würde ja dann drei Möglichkeiten geben, die Get-Regel anzuwenden. Das heißt, wir haben jetzt hier schon eine mehrdeutige Semantik. Gibt es drei Möglichkeiten für die Get-Regel? Ja, genau, es gibt eine First-Kante. Genau, also das wäre, wir hätten jetzt im ersten Schritt put angewendet, hätten also hier, ja, sieht man, ein Objekt reingelegt, die Last-Kante ein zweiter gesetzt und dann hätten wir im zweiten Schritt get angewendet und dieses Objekt gelöscht und die First-Kante gelöscht. Also in der Semantik läge der Ausgangsgraph mit diesem Ergebnis gerade. Die Semantik für so ein elementares Programm war, wähle eine der Regeln. Also das war gerade schon, der erste Schritt war, aus der ersten Menge put zu wählen. Und dann ist der nächste Schritt, das ist ein möglicher Schritt, und der nächste Schritt ist dann eine hier rauszuwählen. Und wenn wir vorne als erstes put gewählt haben, dann ist die Wahl von get im zweiten Schritt eindeutig, weil wir put eben nicht zweimal hintereinander ausführen können. Also das erste, das war die erste Möglichkeit, erst im ersten Schritt put wählen und dann im zweiten Schritt get. Das ist das Ergebnis, das du gerade beschrieben hattest. Genau, und Max? Ja, wir könnten dann auch natürlich noch machen get-get. Also wir können zweimal Objekte rausholen. Das heißt, wir würden get aus der ersten Menge nehmen und get aus der zweiten. Genau, also nächste Alternative ist, wir wählen im ersten Schritt get und im zweiten Schritt wieder get. Und dann liegt in der Semantik das Paar, wo wir hier den Graphen haben und den Graphen, wo halt keine Objekte mehr drin sind und die Last-Kante zwei nach hinten geschoben wurde. Die First-Kante. Ja, also die First-Kante hier hingeschoben wurde. Und dann als, wolltest du die letzte Möglichkeit? Ja, die Möglichkeit ist ja dann nur noch Get und Put, weil Put-Put würde ja, wie du schon gesagt hast, nicht funktionieren. Aber wir können natürlich einmal ein Element rausholen und dann Put anwenden auch. Ich glaube, das wäre dann die... Oder? Ja, doch. Also wir wenden erst wieder erst Get an
Also löschen hier das Objekt und setzen die First-Kante eins weiter. Und dann wenden wir Put an, legen also in die nächste Zelle noch ein Objekt rein. Und wenn man sowas programmiert in dieser Semantik, dann wird das als nicht deterministische Wahl programmiert. Also dass man irgendwie gleich verteilt über die Matches, über die Ansätze wählt, was wähle ich im ersten Schritt, was wähle ich im zweiten. Und wenn ich das Programm dann mehrfach laufen lasse, kriege ich halt unterschiedliche Ergebnisse. Meistens wäre jedes Ergebnis gleich wahrscheinlich, weil ich eben gleich verteilt über die Matches wähle, welchen ich jetzt konkret durchführe. Wie Groove das macht, da kommen wir gleich noch kurz zu, ist, dass es ein Transitionssystem aufbaut, wo halt jede der Möglichkeiten durchgeführt wird. Aber hier hätten wir dann eben drei Paare in der Semantik für diese Eingabe. Und das letzte ist dann einfach so eine Art Skip, dass nichts passiert. Ja, bitte. Das leere Element, weil wir das nennen möchten, in vorherigen Mengen auch mit drin. Also hätten wir das Skip aber auch gar nicht machen können? Nee. Also wenn was drin steht, dann müssen wir das. Genau. Genau, also das ist die, ja, also genau, wenn was drin steht, muss was gemacht werden. Genau, und jetzt sind wir diese Programme, also diese einfache Programmiersprache für Graph-Programme durchgegangen, und tatsächlich reicht das schon. Das ist hier das formale Ergebnis, dass Graph-Programme, wie wir sie gerade definiert haben, also zumindest ohne Attributierung, wenn man Attribute hat, muss man sich noch Dinge überlegen, aber ohne Attributierung sind diese Graph-Programme vollständig und minimal. Wie läuft das nochmal auf Strings mit der Vollständigkeit? Also wann ist irgendein Modell für Berechenbarkeit vollständig? Was bedeutet das auf Strings? Theoretische Informatik im ersten Semester? Nee, im drittes, okay. Stimmt, man macht erst die Mathe-Scheine immer, ne? Also wir haben eigentlich nichts in der Hand, um zu sagen, was ist denn überhaupt eine Berechnung oder was ist vollständig, was bedeutet es, alles berechnen zu können, als halt irgendein Modell für Berechnungen anzugeben und dann zu sagen, was können denn endliche Automaten berechnen, was können Turing-Maschinen berechnen, was können Lambda-Ausdrücke berechnen und so weiter und so fort. Und dann kann man halt eben hergehen und die miteinander vergleichen und sieht, ein endlicher Automat kann natürlich weniger als eine Turing-Maschine und irgendwie ist dazwischen noch ein Kellerautomat, aber wenn ich Lambda ausdrücke, Turing-Maschinen, While, Schlafe, Registermaschinen, was auch immer habe, die kann ich alle ineinander übersetzen und niemand hat irgendwie ein Berechenbarkeitsmodell bis heute vorgeschlagen, das mehr kann als eben Typ-3-Grammatiken, Turing-Maschinen, While-Sprache, Go-To-Sprache, was auch immer. Und das ist dann die Church-Turing-These, dass eben diese Konzepte von Berechenbarkeit dann halt auch das erfassen, was es bedeutet, irgendetwas zu berechnen. Dass also auch niemand morgen ankommen wird und ein anderes Berechenbarkeitskonzept vorschlägt und plötzlich geht doch noch mehr. Also wir haben verschiedene Definitionen für, das ist mein Modell zu berechnen und wir haben eine große Menge von verschiedenen Modellen für Berechenbarkeit, die alle das Gleiche leisten und dann halt auch eine große Menge von eingeschränkten Modellen für Berechenbarkeit, die weniger leisten, dass man halt sagt, für manches brauche ich aber keine Turing-Maschine, da komme ich auch mit einem endlichen Automaten oder regulären Ausdrücken oder
Typ 1 Grammatik aus. Und das bedeutet, wenn man jetzt sowas sagen will, wie das, was wir gerade als Graphprogramme definiert haben, ist vollständig, muss man überhaupt erstmal sagen, in welchem Sinne ist das denn überhaupt vollständig? Was soll das denn hier bedeuten? Also was bedeutet es, dass ein Graphprogramm alles berechnen kann, das ich auf Graphen berechnen kann? Und gibt es dann halt über diese Art von einfachen Programmen, die wir uns angeschaut haben, zwei Theoreme, die das einfangen. Das erste Theorem sagt, ich kann Strings in Graphen übersetzen. Und die Übersetzung, die ist sehr trivial. Also Übersetzung Strings in Graphen, wenn ich sowas wie A, B, C, C, A, B habe, male ich mir einen Graphen, nehme einfach einen Typ von Knoten, das sind einfach Knoten, und pro Element in meinem Alphabet nehme ich mir einen Kantentyp her und schreibe dann eben den String als einen gerichteten Graphen, wo in der Reihenfolge, die der String mir sagt, die Kanten auftauchen. Und das Paper, aus dem das Ergebnis kommt, das arbeitet eigentlich mit gelabelten Graphen, aber mit getypten geht das genauso. Also hätten wir jetzt hier im Hintergrund, wenn wir sagen, das Alphabet besteht auch nur aus diesen drei Buchstaben A, B, C, hätten wir einfach den Typgraphen im Hintergrund und die Übersetzung von Strings in getypte Graphen ist, ich schreibe den String einfach als gerichteten Graphen mit getypten Kanten hin. Und jetzt kann ich hergehen und sagen, ich habe berechenbare partielle Funktionen zwischen zwei verschiedenen Alphabeten, Sigma 1 und Sigma 2. Und hier habe ich jetzt Berechenbarkeit auf Strings. Also das bedeutet, alles, was jetzt eine Turing-Maschine oder Registermaschine oder While-Sprache oder Go-To-Sprache oder was auch immer berechnen kann, als partielle Funktionen, die diese Berechenmodelle zwischen partielle Funktionen zwischen Sigma 1 und Sigma 2, die diese Berechenbarkeitsmodelle berechnen können, die heißen berechenbar. Und dann gibt es einen Typgraphen TG, eben wie im Beispiel so, und ein Programm P von F, sodass für alle Worte W und alle über TG getypten Graphen G gilt, wenn ich das Wort W in einen Graphen übersetze und dann dieses Programm PF anwenden lasse und das Ergebnis G erhalte, dann ist das genau dann der Fall, wenn G die Übersetzung von F von W, also vom Ergebnis der Funktion in einen Graphen ist. Also das ist ein Sinn, in dem diese Graphprogramme vollständig sind. Alles, was ich mit Turing-Maschinen auf Strings berechnen kann, könnte ich auf solchen Strings über diese Art von Graphprogrammen berechnen. In diesem Sinne sind die oben definierten die gerade definierten Graphprogramme vollständig. Also das ist eine Frage, die mich vielleicht interessiert. Was ich damit machen kann, alles, was Turing-Maschinen auf Strings berechnen können, kann man mit dieser Art von Graphprogramm. Und die zweite Frage ist ja vielleicht, ich kann ja auch andersrum hergehen und mir in irgendeiner Art und Weise Graphen als Strings kodieren. Und dann kann ich da mit einer Turing-Maschine oder irgendeinem anderen irgendeiner anderen Art zu berechnen, darauf rechnen, kriege ich das alles mit Graphprogrammen hin und da ist die Antwort halt wieder ja. Also ich kann eine bestimmte Übersetzung von Graphen in Strings wählen und jede partielle Funktion zwischen Graphen, sodass dann die Übersetzung in Strings berechenbar ist durch Turing-Maschinen. Dafür kann ich dann auch ein Programm angeben, das diese Ausgangsfunktion berechnet.
Also in diesen beiden Sinnen, in diesen beiden formalen Sinnen ist, sind die Graph-Programme vollständig und diese Menge an Berechnungsvorschriften, die wir uns gerade angeschaut haben, ist auch minimal. Also ich meine, die Anwendung von Programmen, dass diese elementaren Programme, dass man einfach eine Regel anwendet, die brauchen wir sowieso, sonst können wir gar nichts machen. Aber wenn man Iteration oder sequentielle Kompositionen weglässt, dann ist die Programmiersprache, die nur noch Iteration oder nur noch sequentielle Komposition zulässt, nicht mehr vollständig. Dann gibt es Funktionen, die man nicht mehr berechnen kann. Also die Graph-Programme, die wir uns gerade angeschaut haben, ist eine minimale Menge von Berechnungsvorschriften, sodass wir alles auf Graphen berechnen können. Und da wollte ich dann noch ganz kurz einmal in die Beweisidee reinschauen, weil das auch, wir haben eben gesehen, auch an konkreten Beispielen, die so ein Graph-Programm ist nicht deterministisch. Also ich habe für eine potenzielle Eingabe möglicherweise mehrere Ergebnisse. Und jetzt haben wir hier aber Ergebnisse für also theoretische Ergebnisse für Funktionen. Da stecke ich ja einen Wert rein und habe nur ein Ergebnis. Also die partiellen Funktionen, die müssen nicht auf jeder Eingabe definiert sein. Aber wenn sie auf einer Eingabe terminieren, dann habe ich auch ein eindeutiges Ergebnis. Und da sieht man hier recht schön, warum das so ist. Also die Idee hinter dem Beweis ist, dass ich den Ablauf von einer Turing-Maschine durch ein Graph-Programm simuliere. Und die Turing-Maschinen funktionieren ja so. Die zentrale Idee ist diese Transformationsvorschrift Delta, dass die Turing-Maschine immer in einem Zustand Q ist und gerade auf irgendeine Stelle auf dem Band zeigt und da steht ein Buchstabe. Das wäre hier die zweite Eingabe, das A. Und je nachdem, was da steht, geht die Turing-Maschine in einen anderen Zustand über, Q', schreibt einen Buchstaben A' auf die Stelle am Band, wo sie gerade hingezeigt hat und geht dann nach rechts oder links oder je nach Definition einer Turing-Maschine darf es auch manchmal stehen bleiben, gibt es unterschiedliche Definitionen. Also das ist die zentrale Idee hinter einer Turing-Maschine nochmal wiederholt. Ich habe diese Transformationsfunktion, die halt Zustands- und Auslesepaare in neuer Zustand Buchstabe aufs Band geschrieben und Leseschreibkopf weitergerückt übersetzt. Und dann geht man her und erweitert diesen Typgraphen um einen Knoten für jeden Zustand und eine Kante, die auf die eigentlichen Knoten zeigt. Und das bedeutet dann, die Turing-Maschine befindet sich, der Leseschreibkopf zeigt gerade auf das A und befindet sich im Zustand Q. Und dann kann ich eine Graph-Transformationsregel hinschreiben, die eben genau diese Transitionsfunktion erfasst. Nämlich ich rücke eins weiter und statt Q bin ich jetzt im Zustand Q' und habe statt des A's jetzt ein A' in meinen String geschrieben. Also das ist diese Übergangsnotation für Graph-Transformationsregeln. Also Q wird gelöscht, diese Kante wird gelöscht, die Kante mit A wird gelöscht und eine neue Kante A' wird geschaffen und der Knoten Q' wird neu geschaffen und diese Kante wird neu geschaffen. Und dann muss man das Ganze natürlich auch noch dafür machen, dass ich am Ende bin und dann ein Blank-Symbol als nächste Ziffer reinschreiben und eine Regel brauche ich dafür, wenn die Übergangsfunktion sagt, ich bleibe stehen, der Leseschreibkopf bewegt sich nicht. Und dann natürlich das Gleiche nochmal, wenn sich der Leseschreibkopf nach links bewegt und nicht nach rechts. Und was dann ein bisschen tricky ist, ist, dass man erstmal mit den
mit diesen Konstrukten, die wir haben, elementare Transformation, sequentielle Komposition und Iteration, if then else emulieren muss, damit man hier unterscheiden kann, immer wenn ich einen Match für die obere Regel habe, hätte ich auch einen für die untere. Also muss ich halt immer schauen, kann ich die obere anwenden und nur wenn nicht die zweite. Aber ich denke, da reicht die Grundidee, wenn man if then else mit dem emulieren kann, was wir hatten, dann ist das hier, glaube ich, recht straightforward, eine Übersetzung von Turing-Maschinen in Krafttransformationssystem. Also was man dann noch braucht, ist ein bisschen vorbereiten, dass man halt am Anfang sich den Startzustand Q0 schafft und am Ende die Blanks löscht und den Zustand löscht, damit man am Ende halt wieder einen String-Graphen als Ergebnis hat. Genau, aber das hier sind die zentralen Ideen. Und warum das Ganze jetzt plötzlich deterministisch ist, ist natürlich, dass ich jetzt so einen Zustand Q habe, der zeigt auf eine ganz bestimmte Stelle und ich brauche jetzt zwischen den beiden Regeln und den unteren beiden Regeln muss ich jetzt noch mit if then else unterscheiden. Aber ansonsten ist es jetzt eindeutig, welche Regel ich wo anwende, weil immer nach dem Zustand Q gesucht wird und da angewendet wird, wo der Zustand Q halt hinzeigt. Also dadurch kann man Krafttransformationsregeln ohne oder Krafttransformationsprogramme ohne Parameter oft deterministisch machen, dass man halt einfach so künstliche, temporäre Knoten einfügt und damit markiert, wo man mit der nächsten Regelanwendung weitermachen will. Also da muss man nicht irgendwie Parameter übergeben, sondern erzeugt irgendwelche Zeiger und in den Regeln führt man solche Zeiger, Knoten ein und Kanten und kann dann ohne Parameterübergabe da so ein Programm deterministisch machen. Ja, also das war jetzt der Durchgang genau für solche Graphprogramme. Drei einfache Kontrollstrukturen ist in dem Sinne, den wir uns gerade angeschaut haben, vollständig und minimal. Man kann damit halt einfach Turing-Maschinen simulieren. Das ist die zentrale Idee dahinter. Gibt es soweit zu den Graphprogrammen Fragen? Ja, dann ganz kurz Graphprogramme in Groove, können wir möglicherweise Mittwoch auch nochmal kurz reinschauen. Wenn man kann, genauso wie man Typgraphen anlegen kann, kann man Kontrollen in Groove anlegen, also Edit, New Control, kann man eine Kontrollstruktur für eine Grammatik erzeugen. Und wenn man das gemacht hat für eine Grammatik und die Kontrollstruktur aktiviert ist, wird die automatisch bei der Exploration des Suchraums berücksichtigt. Also wenn man dann aktiv sich durch die Matches klicken will, kriegt man immer nur als Möglichkeiten angezeigt, welche Matches man entsprechend der Kontrollstruktur, die gerade aktiviert ist, hat und kann dann per Hand halt einen davon auswählen und dann kriegt man die nächsten angezeigt, die Kontrollstruktur zulässt. Wenn man diese automatische Generierung vom Zustandsraum wählt, dann werden alle alternativen Möglichkeiten, die das Programm zulässt, durchgegangen, aber eben auch nur Möglichkeiten, die das Programm zulässt und nicht mehr einfach alle Möglichkeiten, die die Regeln zulassen, wie das vorher waren. Und elementare Programme unterstützt Groove, indem man die Regelnamen durch ein Oder verbindet. Sequentielle Komposition ist auch ein Semikolon und Iteration, ALEP, as long as possible. Und dann in Klammern halt das Programm, das man so lange wie möglich anwenden will. Und dann hat man noch
jede Menge Syntactic Sugar, dass man halt while, if, then, else, try Statements hat. Wenn man praktisch arbeiten will, dann will man das auf jeden Fall auch haben, aber rein theoretisch braucht man es nicht. Aber so das if, then, else, da muss man eigentlich hergehen und sich den Graphen, den man hat, kopieren und dann in der Kopie gucken, was der Fall ist und je nachdem, was der Fall ist, einen bestimmten einen Knoten A oder B erzeugen und die anderen Knoten, die anderen Regeln, die man als Alternativen ausführen will, benutzen dann halt entweder diesen Knoten A oder den Knoten B. Also das ist super aufwendig umzusetzen jetzt in der minimalen Sprache, die wir uns angeschaut haben. If then else ist Syntactic Sugar, man bräuchte es nicht, aber man wollte praktisch da jetzt nicht ohne arbeiten. Und Goof stellt das dann natürlich auch zur Verfügung. Genau, also damit sind wir jetzt durchgegangen, wie man mit Regeln programmieren kann. Und dann wollte ich noch zwei Dinge, die man alternativ in der Praxis auch häufig benutzt, um solche kontrollierte Anwendung von Graph-Transformationsregeln zu haben, anschauen. Das erste ist Regelpriorisierung. Das ist etwas, was Groove unterstützt. Und da, na, vielleicht ist es, vielleicht mache ich Groove doch mal kurz an. Genau, also dann zuerst die Kontrollstrukturen, also hier Edit, New Control, die kann ich dann irgendwie nennen, My Program. Und dann öffnet sich hier ein Fenster, wo ich eben programmieren kann und rechts die Syntax, was ich alles machen kann. Also kann ich so Sachen wie ALAP für as long as possible, Delete Objects 1 wäre jetzt eine Regel, das oder Delete Objects 2. In Groove muss ich das Programm immer durch ein Semikolon beenden. Und jetzt zeigt mir Delete Objects 2 noch Matches an. Und wenn ich das Programm jetzt speichere, Delete Objects 2 wäre ja sowieso in Ordnung. Es zeigt mir noch Matches für Delete Objects 4, Delete Objects 5 und so weiter an. Und wenn ich das Programm jetzt aktiviere, über Rechtsklick, Enable, dann verschwinden alle Matches für Delete Object 5, Delete Object 4 und ich habe nur noch die Matches für Delete Object 1, Delete Object 2 und könnte jetzt eben hier das durchspielen und würde jetzt immer nur Matches für Delete Object 1 und Delete Object 2 erhalten und kann zwischen denen auswählen. Genau, also so die Kontrollstrukturen in Groove. Dann deaktiviere ich das mal wieder. Und die Alternative ist, eine Alternative ist Regelpriorisierung. Wenn man auf diese Pfeile hier klickt oder mit einem Rechtsklick in den Möglichkeiten kann man Prioritäten für Regeln setzen. Wenn ich jetzt hier die Priorität habe ich um 1 erhöht, diese Regel Delete Object 1 hat jetzt Priorität 1
und dann werden die Regeln plötzlich neu eingeteilt in dem Fenster und alle anderen haben immer noch Priority 0. Und hier sind jetzt alle Matches verschwunden und nur noch die für Priority One Transformers werden angezeigt. Wenn ich jetzt Delete Objects 5 auch nach oben setze, ja, jetzt sind Delete Objects 1 und Delete Objects 5 haben jetzt beide Priority 1, werden jetzt beide mit ihren Matches angezeigt und die anderen, die immer noch Priorität 0 haben, haben weiterhin keine Matches. Also das bedeutet jetzt einfach, wenn Groove die Transformation scheduled, dann schaut es immer, habe ich auf meiner höchsten Prioritätsstufe Regeln, die anwendbar sind? Wenn ja, wende eine davon an. Und danach schaut es wieder nach einer Regelanwendung, sind Regeln meiner höchsten Prioritätsstufe anwendbar? Wenn ja, wende die an. Und wenn nein, geh irgendwie die Prioritäten runter. Also die Semantik von diesen Prioritäten ist, ich wende immer die Regeln der höchsten Priorität an, solange das möglich ist. Und erst wenn keine Regel der höchsten Priorität mehr anwendbar ist, wird auf den folgenden Prioritätsstufen geschaut. Und wenn ich keine Regel der Priorität 1 mehr anwenden konnte und wende eine der Priorität 0 an und plötzlich ist nach der Regelanwendung ist eine der Priorität 1 wieder anwendbar, bin ich wieder auf Priorität 1 und wende die an und nicht weiter Priorität 0. Also in Ebenen entlang der Priorität eingeteilt und immer der Regeln der höchsten Priorität werden angewendet, solange bis gar keine Regel mehr anwendbar ist. Kontrolle geht immer an die höchste Priorität zurück und innerhalb von einer Prioritätsebene wird halt wieder randomisiert eine der möglichen Regeln angewendet. Das ist so ein extra Ding, das Groove erlaubt mit den Prioritäten. Und das ist sehr praktisch, um tiefe Verschachtelungen zu vermeiden. Also wenn man so eine tiefe Schachtelung von If-Statements hatte, wenn das eine der Fall ist, dann macht dies oder da. Oder wenn das eine der Fall ist und falls dann und falls dann und falls dann, dann kann man das oft in so Prioritäten sehr elegant sortieren, dass man genau, nach oben halt schreibt, was man am liebsten will und dann die Alternativen in niedrigere Prioritäten einsortiert. Und genau, das Ganze terminiert, sobald keine Regel mehr anwendbar ist. Das ist ein extra Ding, das Groove erlaubt. Und dann eine zweite Variante, die häufiger in der Literatur auftaucht, besonders bei Übersetzungsproblemen, dass ich einen Graph habe, der gehört zu einem bestimmten Typgraph und ich möchte den zu einem anderen Typgraph übersetzen. Also das typische Beispiel, das da ganz oft verwendet wird in der Literatur, ist Übersetzung von einer Klassenstruktur in ein relationales Datenbankschema. Dass ich eben die Klassen und die Methoden und Attribute, die sie haben, in eine Tabelle eintrage. Dann habe ich zwei Typgraphen, kann daraus einen gemeinsamen Typgraphen herstellen und möchte durch Graphtransformationen eine Übersetzung durchführen, sodass ich am Ende einen Graphen habe, der kein Klassendiagramm mehr ist, sondern eine Tabelle, wo eben die Klassen mit ihren Methoden eingetragen sind, entspricht. Und solche Übersetzungsprobleme, die werden oft durch solchen Kontrollfluss per Ebenen angegangen. Da besteht ein Programm aus einer Sequenz von Ebenen E1 bis EN. Jede Ebene besteht einfach aus einer Menge von Regeln. Und die Regeln einer Ebene werden so lange angewendet wie möglich. Und wenn keine Regel anwendbar ist einer Ebene, gehe ich zur nächsten Ebene. Und hier sind die Ebenen aber sequenziell, also anders als bei den Prioritäten bei Groove geht da nicht Kontrolle an Ebene 1 zurück, sobald wieder eine Regel anwendbar ist, sondern wenn Ebene 1 einmal durchgelaufen war, ist Ebene 2 dran und Ebene 1 kommt nie wieder dran. Und innerhalb einer Ebene wird wieder durch zufällige Auswahl einer der anwendbaren Regeln, die Ebene nicht weiter gesteuert, sondern eine der anwendbaren Regeln wird zufällig ausgewählt.
Und das können wir ganz direkt in ein Graph-Programm, wie wir das eben eingeführt haben, übersetzen. Also E1 ist dann ein elementares Programm und E2 und EN, die Ebenen, das sind einfach Regelmengen, von in denen wählen wir zufällig aus und dann führen wir E1 so lange aus wie möglich, danach E2 so lange wie möglich und so weiter. Genau, dann haben wir fast Viertel vor. Lohnt sich jetzt nicht mehr zu den Parametern noch zu gehen. Da fange ich dann lieber nächstes Mal direkt neu mit an. Gibt es von eurer Seite sonst Fragen? Dann bis Mittwoch.